Wir schauen uns jetzt die Folge 8 von The Race an. Die Karten werden neu gemischt. In Folge 7 ist Dave ausgeschieden. Ich muss morgen irgendwie auf diesen Bus kommen. Es gibt keinen Plan B mehr. Ja, er muss es wirklich schaffen. So, für die YouTube-Zuschauer, ich esse noch nebenbei eine leckere Pizza. Die zweite Grenze nach Deutschland, lecker. Nicht mehr gemeinsam mit Walter überfahren. Thank you so much, really, Antonio. It was a pleasure for me. Do you have any spot where I can sleep tonight? Dann nehme ich später einfach den Bus nach Madrid. Sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht jetzt. 6:30 in Madrid. Ich bin in Valencia. Es ist jetzt 2:30. Ich leg mich wahrscheinlich hier einfach komplett einmal drunter. Ah! Ich bin gerade über die Grenze gefahren. Das ist jetzt richtig scheiße. Nicht mal Pizza essen kann ich. Schaut euch das an. Dave war schon ist schon jetzt in Deutschland gewesen. Hier oben ist Köln. Und die anderen sind noch so weit. Guck mal, wie weit Vorsprung der hatte. Aber Dave ist jetzt raus. Boah, Dave einfach raus jetzt. Das ärgert ihn bestimmt jetzt richtig. Ich hol hier mal meinen ganzen Scores. Dave ist raus, weil er mit dem Auto über zwei Grenzen gefahren ist. Und in den Regeln steht, dass man nur eine Grenze überqueren darf mit einem Auto. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Gute Heimreise. Vielen Dank. Ich hab zu danken. Ja, dir auch noch gutes Gelingen, ja? Danke, lieber. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, Dave ist jetzt raus. Abge. Da. Müll. Abge. Da. Müll. Abge. Da. Müll. Mhm. Ach du Scheiße. Komplett raus. Alles futsch. Im Prinzip kann ich, wenn die Jungs mir das bestätigen, mein Notfallding aufmachen, das Handy rausholen, die Kreditkarte rausholen und mir ein Taxi zum Bahnhof nehmen, ICE buchen und nach Hause düsen. Und ich bin die ganze Nacht durchgebrettert mit dem. Ich bin heute. Das ist so ärgerlich für ihn jetzt, ne? Kurz vorm Ziel raus. Und stehe jetzt 1600 Kilometer entfernt, kurz vor Karlsruhe an der Aral-Tankstelle. Es wären nur noch zwei Rides vielleicht von hier. Mhm. Er hätte es geschafft. Er wäre basically morgen wäre er in Deutschland, in Köln. Und der Witz ist, dass ich selber gefahren bin. Er weint gleich. Seht ihr das? Oh nein, Dave. Aber fühle ich. Ich hätte glaube ich auch geweint. Scheiße, ey. Hallo Niklas. Ich habe eine doppelte Grenze überfahren. Ja. Oh nein, scheiße. Vor allem, das ist sein eigenes Projekt, das hittet noch mehr. Das ist sein eigenes Projekt, wäre das von jemand anderem scheißegal, so weißt du, aber er ist der Hauptprotagonist in der Serie, sag ich mal jetzt. Ich kann kein Mensch sein und ich kann mir sogar vorstellen, dass mir Leute nicht glauben, so dumm zu sein. Ich würde mir das selber nicht mal glauben. Notfall, Handy, komplett verschlossen, alles zu. Ich crack's auf. Oh, geht sogar schon an. Das ist kacke für ihn jetzt, Notfall. Ey. Notfall. Und zweite Karte. Okay, da kann er sich dann jetzt mit nach Hause fahren, also, okay. Debitkarte. Ich muss direkt was dazu sagen, weil ich Angst habe, dass mir sonst in den nächsten Tagen die Gedanken fehlen. Ich habe einen nahezu perfekten Run von Marokko hier hoch hin. Er hat wirklich etwas so gut gespielt, sicher, ne? Dass mir am Ende dieser Fehler über die zweite Grenze hinauszufahren, weil ich ja genau geplant hatte, wo ich raus wollte. Und ich suche das hier jetzt für dieses Video bei Google Maps raus. Direkt vor der Grenze, gibt es einen Parkplatz auf beiden Seiten von der Autobahn. Und ich war am Fahren. Da war dieses Handy von Walter, lag dort. Und ich habe gezoomt und geguckt. Aber wie hieß dieser Scheißdorf? Mulhaus oder so? Da waren so viele Abfahrten zu irgendwelchen Citroën und Renault. Ja, jetzt wahrscheinlich Citroën und Renault-Werken. Wahrscheinlich vercheckt. Den Parkplatz nicht als Zwischenstopp reingetan, sondern einfach nur, ich wusste, dass der vor der Abfahrt kommt.
und ich habe ihn einfach verpasst. Und direkt, instant nach diesem Parkplatz kommt das Schild. Ihr seht es ja, hier ist der Parkplatz hier und er ist hier weitergefahren und er hätte hier halt rausgemusst. Das war halt sein Problem. Und er ist halt weitergefahren. Es ist halt dunkel. Spielt auch eine Rolle damit, ne? Grenze. Oh, ärgerlich. Und es wäre ein absolut leichtes gewesen, das zu faken, wieder zurückzufahren und mich auf den Parkplatz zu stellen und zu sagen, yo, ich bin jetzt hier. Stimmt. Aber das wäre den anderen so unheimlich unfair gegenüber, weil die seit Tagen unterwegs sind, genauso wie ich, und ihren Kram machen. Stimmt, stimmt. Ohne zu wissen, ob, keine Ahnung, irgendjemand schon kurz vorm Ziel ist oder sonst was. Aber wahrscheinlich wirkt es aus Zuschauersicht so dumm und so perfekt für die Storyline, dass ich nach diesem perfekten Run mit so einer dummen Sache rausfliege. Nein, das haben die nicht gescriptet. Aber ich versichere euch, mit allem, was mir heilig ist und meine Integrität auf YouTube. Wenn das geschauspielert ist, er heult, ihr seht das, wie zittrig er war und so, das kann man nicht schauspielern, nein. Das ist mein Lebenswerk. Das kann man mir jetzt glauben oder das kann man mir nicht glauben, aber es ist mir extrem wichtig, dass ich das jetzt einfach direkt vor Ort hier einmal so erkläre. Ich bin einfach selber über die Scheißgrenze gefahren und einmal unlucky, wirklich. Niklas angerufen und ihm davon berichtet, weil es den anderen gegenüber eine fatale Müllaktion wäre, wenn ich da zurückgefahren wäre. Ich habe es Real Talk einfach verkackt und jetzt bin ich raus. Das sind meine Gedanken direkt vor Ort. LG, GLG. Ich warte aufs Taxi und fahre zurück nach Köln. Ich will noch mehr sagen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich das anfühlt nach diesen 3 Tagen. No joke, meine Knie zittern. Ja, es ist krass. In 3 Tagen so Progress zu machen, das ist wirklich gestört. Valencia ist mir im Kopf geblieben als wirklich eine der räudigsten Sachen, die ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, mit so, also ich kann fast nur drüber lachen, mit so einer Scheiße rauszufliegen. Aber das ist eben das Ding, genau so Zeug werden die anderen mit absoluter Sicherheit auch erlebt haben, wenn nicht noch krankere Scheiße. Und es wäre so ein Scheiß-Move, das nicht ehrlich zu sagen. Und mir geht's aber richtig, richtig schlecht damit. Ja, verstehe ich. Weil man so dumm nicht sein kann. Ihr müsst euch vorstellen, das ist sein Format. Sein Format, deswegen hittet das bei ihm nochmal mehr. Und der hat das so lange geplant, dieses Event, und auch schon über mehrere Jahre. Einen BMW 1000 RR Rennfahrenden Zeugen Jehovas treffe, der mich 1000 Kilometer mitnimmt, mit dem ich mich dann abwechsel, wo ist nicht ich dann noch mehrere hundert Kilometer in seinem Auto fahre. Vor allem, dass er sich die Sorgen macht, dass Leute denken, dass das gescriptet ist. Das ist nicht planbar. Ich bin halt nicht in vollem Bewusstsein daran vorbeigefahren, sondern strömender Regen, kein Witz, strömender Regen, die komplette Fahrt. Es ist nachts 4 Uhr und ich fahre einfach an dieser scheiß Ausfahrt vorbei. Und ich sehe es einfach nicht. Und ich habe reingeschissen bis zum Get-No. Ja. Ja, dieses Nachtsregen, übermüdet, ist halt scheiße gewesen. Ich kann das nicht, Alter. Was er jetzt noch, was noch geil gewesen wäre, wenn Dave sagt, okay, ich ziehe das aber trotzdem jetzt noch durch bis nach Deutschland. Ohne jetzt irgendwie Aufnahme oder so. Das Ding ist, ihr müsst mal überlegen, Dave hat es innerhalb von 3 Tagen bis nach Deutschland geschafft, an die deutsche Grenze. Die anderen sind alle noch in Spanien. Dave hat komplett Frankreich quasi Vorsprung gehabt, ne? Das ist das Krasse. Ich bin mal gespannt, wie er da eigentlich rauskommt, weil das ist ja irgendwie so ein Hotel oder was es da war, ne? Wie er da wieder rauskommt aus dem Raum. Ob da alle irgendwas abgeschlossen ist? Wenn er einfach wieder rausgehen kann, ja, okay, chillig. Sieht gerade echt blau aus. Also der Himmel ist hell. Es könnte wirklich so aussehen, als würde die Sonne rauskommen. Sonnenaufgang am Strand wäre ein Ding. Okay. Vamos a la playa.
Metro muss man wissen, ob man sich reinzuziehen. Bei Dings, bei Lauren bin ich jetzt noch gespannt, wie er das macht. Okay, er will jetzt echt zum Strand, okay. Sonnenaufgang am Strand, boah, auch geil. Geil, ich bin in Barcelona am Strand. Sehr, sehr geil. Um genau zu sein, 7.27 Uhr, kurz vor 7:30 Uhr. Schaut euch das an, Leute. Ich hab mir gesagt, ich will auf dieser Reise im Meer schwimmen. Oh, er schwimmt jetzt, okay. In Barca sein. Jetzt schaue ich mir hier den Sonnenaufgang an. Let's go. Wie und geil. Ist nach Barca. Einfach geschafft. Aber wirklich, jeder einzelne von denen kann wirklich so krass stolz auf sich sein. Was die in dieser Zeit alles geschafft haben und so. Man hat wirklich keinen Plan. Sind die Leute schon viel weiter? Hängen die noch irgendwo fest? Muss man sich jetzt todes beeilen? Weil irgendwie will man es ja schon gewinnen, natürlich. Aber wie gesagt, für mich ist dieser Moment hier gerade Sonnenaufgang. Ja, ein sehr geiler Moment. Glaube ich, viel mehr wert als gewinnen. Weil ich mir gesagt habe, ich will unbedingt hier sein. Und das bin ich jetzt. Und irgendwie bin ich auch krass happy, dass es Sonnenaufgang ist. Und der erste Tag, wo kein Regen mehr ist, mega, mega happy. So geil, ey. Das muss so ein geiles Gefühl jetzt sein. Geil. Man sieht richtig, wie beruhigt er irgendwie auch ist, ne? Geile Erfahrung auf jeden Fall, krass. What's up? How are you doing? Fine, and you? Hello, Jovan, nice to meet you. You're on, like, travel? I'm doing a... Ja, die Leute sind einfach random auf ihn zugekommen. Ich hab kein Geld, ich hab kein Handy. Ich hab kein Essen, ich hab eigentlich nichts. Wie random, die einfach auf ihn zugekommen sind. Kein Schlafplatz, gar nichts. Perfekt, Digga, korrekt. Und so hilfst du mir auf jeden Fall. Ey, ich danke dir. Viel Spaß und geh schwimmen auf jeden Fall. Ist gut. Korrekt, ja, vielen Dank. Okay, wie random. Jetzt sind wir bei 21 Euro. Wir kommen heute hier weg. Gut. Unser Money Count ist bei 21 Euro. Unser Wasser-Count ist eigentlich leer, aber ich muss was trinken. Ja, Wasser kriegt man easy. Gehst du irgendwie auf der Toilette, machst Wasser voll, fertig. Geil. Oh mein Gott, ich bin einfach in Barca. Ich bin einfach hier. Ich hab's aber so weit geschafft. Bei ihm bin ich jetzt sehr gespannt, ob er es schafft, jetzt schon in den Bus zu kommen. Wunderschönen guten Morgen. 10 vor 6 in der Früh. Heute entscheidet sich, ob ich noch eine Chance habe, rechtzeitig genug viele Kilometer zu machen. Ich bin rechtzeitig jetzt aufgestanden, keine gute Zeit. Wenn er das schafft jetzt, dann ist er Erster. Alter, wenn er das schafft, ne? Ich hoffe so sehr, dass es klappt jetzt. Dann kann er so Progress machen und ist Erster dann. Dass ich heute schon auf dem Bus darf. Ich muss Strecke machen. Ich muss jetzt vorankommen. Plattform 7. Hier wird der Flixbus hinkommen. Einfach hier vor 2 Tagen Daniel getroffen. Genau hier an diesem Busbahnhof. Meine Taktik war es, hier zu bleiben und Geld zu verdienen. Ich frage mich echt, es interessiert mich so sehr, wie seine Taktik ist. Bis nach Paris ist halt crazy. Ich weiß nicht, fährt der bis nach Paris? Wollte der nicht irgendwie nach Montpellier oder wie das hieß, dieser Ort? Irgendwo Mitte Frankreich, glaube ich, wollte der. Wie die ganze Zeit so richtig übertrieben positiv zu denken. Wie wird das Gefühl danach sein, im Bus zu sitzen und diese Erleichterung, dass es doch... Das Ding ist, wenn der Busfahrer Platz hat, warum sollte der den dann nicht mitnehmen? Ich glaube, wenn der Busfahrer Platz hat, dann hätte ich gesagt, ja, komm mit. Es ist nur ein ganz, ganz kleines Flixbus-Logo drauf. Aber das ist... Der Flixbus. Ich mache jetzt die Kamera weg und frage sofort. Ich frage sofort nach. Boah, wenn das klappt, ne? Wirklich. Mein Herz. So, I bought tickets yesterday. I don't have phone and internet. And it's for... I didn't know. I didn't know it's for tomorrow.
Can I change? I have money. I have money I can pay and to change for today. Nee. I have to go today. I don't have more money. I have money to pay. Er spielt's falsch. Er spielt falsch. Can I change? I can give you money. Yes. It's really important that I go today. It's really, really important. No va a poder venir. No, esto es mañana. Scheiße. Er sagt nein. Er hätte das anders playen sollen. Er hätte das anders spielen sollen. Das war sein Fehler. Sorry, you speak English? I booked a ticket. I don't have a phone, I don't have any internet. And I booked a ticket for today that some guy printed out in the coffee shop. And I have to log in and I have my reservation number and somehow need to change the bus ticket so I can get on my bus to go to the north. Do you have internet maybe to check? Oh, that would be amazing. Yeah, maybe check on the Flixbus app. Und wenn der jetzt noch in den Bus kommt? Internet. I couldn't log into I went to some coffee shop and he bought the ticket for me. Er hat das total falsch gespielt. Er hätte einfach erst zu ihm gegangen und gesagt, ja sorry, ich habe das Ticket gestern gekauft. Lawrence hat die Passanten versucht, sich mit der Telefonnummer des Copy Shops einzuloggen, das sie auf Google Map gefunden haben. Okay. Er hätte so sagen, so erst so voll selbstbewusst das Ticket zeigen sollen und wenn er sagt, hey, das ist für morgen, und dann ich so, was, das ist für morgen, was? Nein, wusste ich nicht. Scheiße, ich wollte das für heute buchen. So hätte er machen sollen. Wirklich. The thing is, I booked it in a copy shop because I don't have internet, but I have 50 euros. Can you somehow help me, man? I really need to go to the north today. Yeah. Fuck, there's no chance for today. Er fällt ohne ihn, Digga. Ich hab alles probiert. Er hat's falsch gemacht. Er ist falsch an die Sache rangegangen. Oh, es tut mir richtig weh. Ich muss 24 Stunden warten. Das tut weh. 24 Stunden warten. Und dann fährt der Bus nochmal 25 Stunden. Das ist so Time Waste. Wäre Dave noch im Rennen, wäre er jetzt morgen in den Bus eingestiegen und Dave wäre schon in Köln. Da ist Daniel, unser Mann. Daniel, bitte mach das noch. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu Tag 4. Er macht 2014er Vlog. Ich konnte zum Glück ein bisschen pennen im Bus. 3-4 Stündchen waren drin. Deswegen, ich bin halbwegs fit. Ein Frühstück für heute. Das braucht ihr auf jeden Fall, denn wir haben viel, viel vor heute. So, wie jeden Morgen einmal. Was ist dein Favorite von Leuten, die bei The Race mitmachen? Das hier ist mein Favorite. Daniel. Daniel ist mein Mann. Heute haben wir große, große Pläne, die aber auch ein bisschen aufwendig sind. Deswegen verlieren wir keine Zeit und gehen direkt rein. Ich habe nämlich gesehen tatsächlich, bevor wir das ganze Projekt gestartet haben, dass es von Madrid relativ günstige Busse nach Paris gibt. Das ist auch der Grund, dass ihr unbedingt hierher wollt. Wichtig. Es wäre ganz geil, nach Madrid zu kommen. Warum? Werdet ihr dann erfahren. Wichtig. Check mir mal, ob das wirklich noch der Fall ist. So, Madrid. Paris. Boah, ja, bestimmt teuer, oder? Boah, geil. 55 Euro, okay, ist okay. Von Madrid direkt nach Paris. Heute Abend noch! Boah, geil! Euro. Ja, Daniel! So weit, für 55 Euro, das wäre... Sehr stark, Daniel. Mach das, bitte! Der letzte Bus, der geht, für den Preis ist um 19 Uhr. Es ist jetzt 7.50 Uhr. Mhm. Das heißt, wir haben das genau schafft er. 11 Stunden das schafft 10 er. Minuten, um 55 Euro zu verdienen. Das easy! Ist fucking schwer, aber ich glaube, easy. Das ist machbar. Und ich habe auch schon einen Plan. Let's go. Und dann ist er schon in Paris! Do you speak English or Spanish? Español. Español, perfecto. Me gustaría saber unas informaciones. Do you speak English or Spanish? Wenn ich schon wieder English or Spanish höre, kriege ich Kotzen, Alter. No, el buen día, pero yo vengo. No, pero perfecto. Y otra pregunta, ¿podrías mostrarme dónde estamos en el mapa ahora? Y si hay un... ¿cómo se llaman? Las tiendas de 1 euro, como las tiendas muy... Oh, 1 euro Läden, wichtig. Si hay una tienda, un dollar shop o algo, si hay cerca. Ah, por aquí. ¿Eso? Aber was will er sich holen in dem 1 euro shop? No son abiertas. Was kann man sich denn da kaufen? Gibt's doch nichts. Hoy es festivo también, estamos en Semana Santa y hoy lunes también está la gente de fiesta. Y sabe si... Porque
yo quiero hacer algo en la calle como así, ¿sabes? Si warte mal, will er jonglieren? Will er sich so mit jonglieren Geld ranholen, weil er gerade so gemacht hat? Lo más turístico diría que es Sol, el centro de Madrid, centro de Madrid. Muchas gracias, perfecto amigo. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Soll nicht regnen, das ist schon mal das Allerwichtigste für das, was ich vorhabe. Es ist heute Feiertag, das ist top, das heißt, es sind mehr Menschen auf der Straße. Und ja, nach einem 1-Euro-Shop muss ich was suchen. Aber ich glaube, ihr checkt so langsam, in welche Richtung es geht. Aber man will ja so auf den Straßenkünstler machen. Es ist einfach 4 Grad in Madrid. Also ich bin krass froh, dass ich diese Winterjacke gewählt habe. Sonst wäre das echt nochmal ein ganz anderes Ding gewesen. Wir sind ja anscheinend irgendwie ein bisschen im Business District. Ich will aber ins Touri-Viertel. Alter, die Sache hingeschrieben sieht so arsch aus. Yo estoy viajando sin móvil, pero me gustaría saber dónde está un todo a 100. Sí, de acuerdo. Mira, tienes. Bueno, no sé si ves. ¿De dónde eres? De Alemania. ¿Y tú? Yo soy de Venezuela, pero estoy aquí de vacaciones. Es que, de hecho, yo estoy en una carrera con 4 amigos, sin móvil, sin dinero, sin nada. Wow. Por eso me gustaría ir a la tienda. Aber was will er beim 1-Euro-Laden? Ich verstehe es nicht. ¿Cómo ganas dinero? Also, mi plan ahora es ir a la tienda, comprar una pelota. Okay, er will einen Ball kaufen und trinkt an der Straße. Okay, habe ich mir gedacht. Aber will er mit einem Fußball oder mit so auf den jonglieren und so? Boah, hoffentlich ist das nicht Arsch. Ey. Aber ist das die Strat? Ich glaube, die Strat ist es eher, Leuten nach Geld zu fragen, als jetzt da einen Ball zu suchen und irgendwas. Ich weiß ja nicht. Freunde. Er hat da einfach auf dem Spielplatz gepennt, Digga. Brian, einfach wirklich härtestes Meme. Ich bin gerade nur aufgewacht, weil ich einen Mitarbeiter aus dem Park gehört habe. Ich kletter jetzt hier mal schnell raus. Scheiße, Digga. Schlafen. Aber die Seite gedreht. Blauer Himmel. Es hat nicht geregnet. Und ich glaube, ich bin der Erste, der unter so einem Federpimmel hier gepennt hat. Hat schon mal auf einer von euch unter so einem Federpimmel hier gepennt hier. Oh, jetzt merke ich auch, dass ich überall Blasen und Muskelkater habe. Digga, Brian ist auch wirklich nur fürs Meme da, oder? Ich bleib hier einfach. Ich war schon mal auf Toilette hier. Aber Schoko-Auto hupt schon. Folge geht noch 14 Minuten. Perfekt gelaufen. Ist auch krass. Ich trinke sonst immer morgens mehrere Kaffee. Aber. Was für Mitarbeiter im Park? Wahrscheinlich so Leute, die irgendwie so den Rasen und so angucken, so sauber machen und so. Also da gibt's schon Mitarbeiter in manchen Parks. Das war's. First try. Das Pfand drauf! Das hättest du in Deutschland usen können! Idiot! Mir ist nur leider der Rest halt hier komplett. Hatte ich glaube ich schon mal erzählt, aber. Oh, ekelig! Also ich kann am Ende einfach hier 2 Liter in diese Tüte reinlaufen lassen. Da habe ich noch einen so einen richtigen Jumbo-Stoß Energie. Ich zeig euch jetzt. Digga, dass er überhaupt überlebt hat 3 Tage lang. Ich dachte, wenn es pisst, kann ich mich hier so ein bisschen runter swingen. Das war's. Das er hat noch seine. Die darf man aber nicht essen, cool. Die er da eingesammelt hat, ne? Diese. Schöne Orange. Diese Orangen, die hatten wir bei Daniel. Die sind, da kann man nicht essen, ne? Hieß es. Oh. Okay, nee. Okay, er hat selber gerafft, okay. Schmeckt extrem scheiße. Ich werde jetzt losgehen und gucken, wie ich zur Autobahn komme. Und wenn ich zwischendurch irgendwas zum Kacken finde, werde ich das machen. Aber das mache ich natürlich nicht auf dem Kinderspielplatz. Und dann sagen wir nochmal Tschüss zu meinem Bett. Und zu diesem wundervollen Spielplatz. Mhm. Ich habe gerade mit Leuten gesprochen, die meinten, ungefähr einfach geradeaus, der Nase lang, fertig. Aber so 3-4 Stunden bis Barcelona, das sollte doch klappen. Tankstelle, eine Pappe besorgen, Barcelona aufschreiben, mit Leuten schnacken, hier wegkommen. Da ist ein Stuhl, da könnte ich mal einfach ein schönes Foto machen. Ah, sehr schönes Foto. Galerie. Ja, war das hässlich. Mir geht's generell ganz gut. Ich merke nur, dass ich so ein bisschen auch emotional geschwächt bin. Ich find's krass, dass ihm nichts geklaut wurde. Ja. Das ist echt gut für mich. Das stimmt auch. Und Sonnenstrahlen, Leute. Die Energie, die Sonne, die ziehe ich gerade so auf. Im Nachhinein bin ich doch so froh, dass ich diese Nacht in diesem Hostel gepennt habe. Ansonsten hätten sich die nassen Sachen bis hierher gezogen.
Und ich habe gestern im Bus schon gemerkt, wie ich stinke. Also was hauptsächlich durch nasse Klamotten kommt. Penis. Zieht euch mal an, wie wenig Autos hier sind. Da ist so die Chance auf angehalten, mitgenommen zu werden, so gering. Guck mal, zwei Autos. Und sie müssen wahrscheinlich mal alle zur Arbeit. Is this the way to Autopista? Yeah. Yes? Where are you going exactly? I want to hitchhike on the, on the highway. Yeah. If you keep on walking, you will see it. Just keep on going. Yeah. What do you think? How many kilometers? Maybe just 500 meters max. Really? Really? Oh, okay. So this sounds good. Have a nice day. Die war irgendwie voll süß, ja, die war beim irgendwie hart, hart motiviert irgendwie. Ich male ein Bild und ihr sitzt vorm Fernseher und chillt. Barca. Falls das jemand haben möchte. Okay, hier geht einfach mal gar nichts ab. Sorry, do you drive to Barca? Ey, aber da sind wirklich gar keine Leute. Gar keine Leute, guck mal, ist tot da. Also die Tanke ist einfach noch zu leer. Barca, sagen sie auch sicherlich, oder? Nicht, dass das irgendwie auch was anderes heißt. Irgendwie ja, jeder Leute weiß bestimmt, dass es Barca ist. Barca bezeichnet unter Spanien den Fußballclub Barcelona und ist keine Kurzform der Stadt Barcelona. Barca, so wie Brian es geschrieben hat, bedeutet übersetzt Boot. Barca mit diesem Stängel hier unterm C hier, wenn er hier so einen Stängel gemacht hätte, hätte die Stadt gemeint, aber ohne diesen Stängel heißt es Boot. Weil Dave hat doch auch Barca auf sein Schild so geschrieben, oder? Das ist so nice, wenn ich wüsste, welcher Platz ich wäre. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn du jemanden mit dem Schild Barca siehst, du raffst doch, dass es Barcelona ist, oder? Ja, wie ihr seht, ist hier so wenig los. Alles leer. Is this the direction to Barca? Barcelona? Ja, Autopista to Barcelona? Can you take me... Tschüss, die steigt aus und boxt ihn jetzt. No. Hey, die haben noch eine Karte. Die haben noch eine Karte. Bitte nehm ich mit. Jetzt sagt die, komm rein, ich fahr dich nach Barca. Yes? Oh. Nein, Bro, wenn die ihn jetzt nach Barca fährt, ne? Yeah, thank you. Okay, yeah. Thank you. Nein, wie geil. Warte, du bist doch kein Mörder, hat sie gesagt. Ist das krank? Thank you so much. Thank you. Number? Nummer? What? Your name? Brian. Susanna. Nice. Number? So als ob er so eine Gefängnisnummer hat. So, ja, hallo, ich bin C18, Alter. It's 3 seconds. Yes? Yes. 1, 2, 3. Thank you so much. Have a good day. Yes? Thank you. Good luck. Brian ist wirklich nur fürs Meme da, wirklich. Dass der noch nicht gestorben ist, wirklich. Hier mal nach deutschen Kennzeichen. Ist das krass, Alter. Da vorne ist eine Toilette. Das wird schon. Geil. Ich bin jetzt. Das ist richtig. Das ist genau das, was ich wollte. Gutes Wetter. Und vorankommen. Und es klappt super. Echt, ey, der ist wirklich nur fürs Meme da. Das wäre so geil. Oh. Hä, woher hat er jetzt das Handy? Ah, von den Leuten, okay. Vielen Dank. Ich dachte jetzt so, hä, was geht jetzt ab? Ich habe eben ein bisschen gequatscht, hab noch mal ein bisschen mehr gequatscht und hol mir ein Busticket nach Montpellier. Ticket ist schon ein bisschen. Da will doch. Warte mal, will nicht nach dahin Montpellier? Will da nicht Laurenz auch hin mit seinem Flixbus? 20, 30 Euro. Ich habe 21 Euro im Bar. Ich werde die wahrscheinlich denen dann geben und dann werden die mir die Differenz des Bustickets spendieren. Dann komme ich heute. Boah, was für Ehrenmänner. Was natürlich geil wäre, da könnte ich den Tag hier in Barca verbringen. Ey Leute, ich glaube, ihr wisst gar nicht, was das für mich heißt. I'm going home. Hier habe ich mein Ticket. Boah, er hat das Ticket schon. Nein, brauchst du vielleicht noch auf dem Weg. For real. Ich würde es nicht machen. Was? Danke nochmal, ey. Ey, die haben ihm das komplette Ticket gesponsert, ne? Auf den, das waren irgendwie 50, 55 Euro oder so. Aber warte mal, wie kriegt er jetzt das Ticket? Das ist doch jetzt bei denen auf dem Handy. Boah, geil, Alter. Erstmal pissen droppt der, Alter, dass die das noch reinschneiden.
Ja, Mann, jetzt wird noch Sport gemacht. Er ist ein Hustler, er ist ein Macher. Oh, tschüss. Keine fucking Power. Ein Macher. Keine fucking Power. Aber egal. Ich lasse mich jetzt hier von der Sonne trocknen. Ich fühle mich einfach so fucking gut. Aber wie haben die das jetzt mit dem Busticket gemacht? Jetzt ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich... Oder treffen die sich später wieder? Dass es wirklich warm ist. Also, dass sie sagen, ey, um 19 Uhr treffen wir uns da, damit ihr das Ticket zeigen können. Alles Englisch. I lost my phone, but I had a ticket today. But I okay, so machen die das. I have the booking number and everything, just to make sure that it will work. Okay. Und die druckt ihm das jetzt aus. Easy. Er hat sein Ticket. Easy. Er hat jetzt sein Ticket. Geil. 16 Uhr. Jetzt kann ich eigentlich meine Eier hier chillen. Ja, okay. Free. Jetzt kann er chillen. Digga, was ist das denn? Dass ich meine Hose von ihrer besten Seite zeige. Yo, er kann die Hose kürzen. Sind die Jungs genauso weit? Sind sie schon viel weiter vor? Auf jeden Fall bin ich gerade tiefenentspannt. Musik. Wie ganz okay ist. Ey, er ist jetzt, wenn. Sonne, er ist jetzt bis jetzt der weiteste, oder? Es sei denn, wenn Daniel sein Busticket da kriegt, dann ist Daniel am weitesten. Oh, Laurenz ist noch so weit zurück, ne? Und er muss halt, ist noch einen Tag stuck. Ich sag euch, wie es ist. Will er aufgeben? Race-technisch habe ich nicht mehr viele Chancen. Nee, er ist letzter, er ist am weitesten, aber wenn er morgen in den Bus einsteigt, kann er vielleicht noch gut einholen. Deswegen will ich das Beste noch hier draus machen. Mhm. Ich habe eine kleine To-Do gemacht. Drei Punkte. Erster Punkt, ein Viewpoint. Irgendwo einen schönen Ausblick auf die Stadt bekommen. Okay. Zweiter Punkt, weiterhin Geld ertauschen. Weil potenziell könnte ich nach der Busfahrt ja immer noch mir ein Zugticket, was mich sehr schnell in den Norden von Frankreich bringen kann. Warum nicht weiter Geld machen? Dritter Punkt, einmal hier im Meer baden. Wir haben schon Strand, Palmen und Sonnenschein. Ja, einmal im Meer baden ist, glaube ich, Pflicht. Ich auf jeden Fall einmal ins Meer. Ich habe kein Handtuch, aber irgendwas aus diesem Kleiderschrank hier muss herhalten. Jetzt erstmal rein da. Boah. Aber er ist es falsch angegangen, vorhin, als er mit der Person da geredet hat. Und das war nicht der Play, drei Tage zu warten, bis dein Bus fährt. Das war Time Waste. Mehr. Aber, naja. Selbst Brian ist weiter als er. Oh, es tut so gut. Könnt ihr das glauben? Einmal kurz rein. Ganzen Körper durchbluten. Ganzen Körper wieder spüren. Oh. Das ist wirklich besser als Kaffee. Und heute machen wir wirklich das Beste aus Malaga. Punkt Nummer 1 der Liste. Im Meer baden. Abgehakt. Abgehakt. Sehr stark. Wir machen das Beste draus. Wir genießen Malaga. $0.60 für ein Wasser. Ease. Sonne ist draußen. Es wird gerade langsam schön warm. So, jetzt hat er zack, Viewpoint. Check. Jetzt ist Punkt Nummer 3 dran, und zwar Geld hochtauschen. Mein Objekt, was getauscht werden muss, ist dieses UNO-Kartendeck. Ein UNO-Kartendeck? I have a question. I'm traveling very old school and I need to check some things on Google Maps. Could I for like 1 minute check a train connection? Was will er mit einer Zugverbindung? Hey, dude, that's 20 euros right there. That is possible, man. 20 euros, that's okay, easy. Cool. Aber wo will er denn hin? It is rough because like... Hey, bro. Boah, er hat ihm 5 Euro gegeben. Boah, er hat so viel Kohle. 53 Euro. Single Euro is like a blessing. Boah, ist das krass. We are back. Zurück bei der Kathedrale. So by any chance, if you have anything that is... Was will man mit einem UNO-Kartenspiel? And you could support me to get my bus ticket to the next city. 10 Euro? Was? Ich sag's euch ehrlich, ich glaube, ich sollte anfangen, Geld zu betteln. Für nur 50 Euro. Und ich habe schon 55 Euro jetzt. Ich sollte anfangen, Geld zu betteln. 10 Euro, die ich gerade noch bekommen habe, sind wir bei 64. Was ist das denn, Alter? Da nochmal ein bisschen hustlen. Ey, dann machen wir doch hoffentlich nochmal Kilometer. Ich hoffe, das Rennen geht noch so lange, dass ich diese Karten alle ausspielen kann. Das ist krass. Jetzt bitte Daniel. Ja, Daniel, bitte sag, du hast das Geld zusammen. Du hast es geschafft.
Du bist ein Macher, du bist ein Hustler. Bitte. Okay. Also ich habe jetzt hier Miguel auf. Ja, Miguel, du bist ein Macher, Miguel! Schauen, ob er jetzt sich mit mir auf die Straße stellt. Aber er hat schon gemeint, die Polizei kommt teilweise und löst echt das auf, weil es wahrscheinlich illegal ist. Bei Straßenkünstlern? Ich hatte Bock, ein bisschen hier auf krass, der Straße okay zu performen, in Anführungszeichen. Ich habe früher mal ein bisschen Fußball, Freestyle, also so Around the World und was weiß ich gemacht. Aber nee, ich glaub so tot, Digga, du musst Geld betteln. Tot. Geld betteln. Dafür brauchen wir aber erstmal einen Ball und Pappe und einen Stift. In serio? Nee, der Plan funktioniert nicht, ein toter Plan. So, wir brauchen jetzt noch einen Karton, um die Schilder zu machen. Ja, está bien, creo. Es muy gracias, okay. Er will Fußball spielen und dann so trickst du den Ball hochhalten und alles. Toter Plan. Das wird nie im Leben klappen. In der Zeit hätte er das Geld easy ranschnorren können. Me llamo Daniel, yo soy en una carrera, bla bla, contra cuatro amigos. Yo tengo que comprar billete, bla bla. Er will da halbe Bibel draufschreiben. Da igual si es bueno o no, quizás alguna gente va a apoyarme. ¿Entiendes? ¿Ah? El clima está. Sí, pero está bien, creo. ¿Cuál? 50 euros. No. Was, er will ihm. Nein! Así. Tranquilo. En serio? Was? Er hat ihm einfach 50 Euro gegeben. Was? So, hier sehen wir nochmal die Platzierung. Guckt euch das an, Dave, Alter. Also, Dave ausgeschieden, über zwei Grenzen gefahren. Daniel geht jetzt heute Abend wahrscheinlich noch bis nach Paris. Keine Ahnung, Paris müsste irgendwo hier sein. Keine Ahnung, ich weiß, wo Paris ist. Laurenz erst am nächsten Tag nach Montpellier hierhin und dann nach Paris hier oben. Boah, das wird noch spannend. Aber Dave, wirklich sehr, sehr schade, dass er rausgeflogen ist, wirklich. Sehr, sehr schade. Aber Daniel holt das noch. Ich habe auf Daniel gesetzt. Daniel macht das Ding noch. Was? Er hat so wenig Strecke zurückgelegt, Daniel. Aber ist trotzdem so weit. Das ist krass. Boah, wirklich, ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt auf Folge 9. J'ai baissé la vitre, rassuré la mime, j'ai changé de vie, j'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perds c'est la vie, tu perds c'est la vie. Les caméras filment, mais j'ai pas envie, dévoiler ma vie, dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre.